Willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Fürs Erste sind alle Republik-Übergriffe fertig. Also gibt es jetzt noch die der Separatisten und davon ist noch Naboo, warum leuchtet das nicht? Naboo, wo ist Naboo? Das ist nicht Naboo, Naboo, hier ist Naboo. Hab ich doch schon. Na gut, dann Coruscant, damit startet es. Dann den Speeder hier. Und wir starten. Coruscant. Graf Dooku und General Grievous haben vor, die Statuen von Meister Yoda aus Coruscant zu zerstören, um die Republik zu erniedrigen. Allerdings ahnt der Rat der Jedi von diesem Plan und trifft Vorkehrungen. Nun sind Yoda und Mace Windu mehr als bereit für den verschlagenen Angriff der Separatisten. Was soll ich machen? Achso, die drei Statuen zerstören. Hab ich doch gelesen. Hier vorne sind sie. Toll, an dem einen bin ich jetzt dran. Bin ich jetzt dran vorbeigefahren. Diesen Schildgenerator einmal zerstören. Ich sehe es auf der Minimap. Beide kommen direkt angerannt. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Doch, hab's geschafft. Wer ist denn hier? Yoda. Oh, den habe ich gerade. Den habe ich gerade, glaube ich, überfahren. Warum kann ich nicht reden? So, erste Statue von Meister Yoda. Okay, gut, ich mache das kurz mit der Hand. Dann schaffe ich das nicht mehr. Aber ich sollte das noch schaffen, bevor Yoda. Was passiert denn da hinten? So, zerstört. Ja, gut, Grievous, hier wirst du es nicht erschaffen. Du kannst es so oft du willst versuchen. So, dann bleibt jetzt nur noch die goldene Statue. Und abwarten einfach nur noch. So, und die Separatisten gewinnen. Und, achso, da fehlt noch einer. Ich dachte, das wäre jetzt der 90. goldene Stein. Aber nein, doch noch nicht. Fast aber. Okay, eins frage ich mich jetzt. Ist Coruscant wieder rot? Ja, ist es. Aber da habe ich den goldenen...
Da haben wir den goldenen Stein schon. Das brauchen wir dann nicht nochmal mitzumachen. So, Wasek. Gut, nehme ich das hier. Ich glaube, dieses Teil konnte auch 3 oder 4 Torpedos mitnehmen. Auf einmal. Wasek. Auf dem 3. Mond von Wasek, dort wo General Grievous einst seine Geheimversteck hatte, hat die stolze Republik Statuen von General Yoda oder General Yoda errichtet. Um diese Erniedrigung zunichte zu machen, startet Grievous einen Gegenangriff, der die Statuen zerstören soll. Allerdings wird die Verteidigungsmacht der Klonkrieger dies nicht ohne Widerstand zulassen. Warum geht es jetzt hier dauerhaft nur noch um Statuen zu stören? Warum ist hier eine Schlucht? Und warum sind alle drei Statuen mit Schildgeneratoren geschützt? Ein drittes Mal falle ich da jetzt nicht in die Schlucht hinein. Ich weiß nicht wer, aber irgendeiner kommt da direkt schon angerannt. Weswegen ich nicht glaube, dass ich das schaffen werde. Na doch, schaffe ich. Ah, da kam irgendein Klon angerannt. So, hier ist die nächste Statue. Wie er dort vorne direkt wieder umdreht. So, dann ist ganz rechts jetzt nur noch die goldene Statue übrig. Ja, leider. Okay, da bezweifle ich jetzt mal, dass ich das schaffe. Und das Blöde ist, das regeneriert sich ja auch noch nach ein wenig Zeit wieder. Komm, beeil dich, fast geschafft. Ja. Los. Oh, gerade so. Gerade so, bevor Captain Rex das Teil wieder angeschaltet hat. Der wollte das gerade machen. Der wollte den Hebel gerade betätigen. So, die Separatisten gewinnen erneut. Goldener Stein. Der 90. goldene Stein. So, fast auch 90%. Und dann geht es weiter beim Totenmond von Anta. Der tote Mond von Anta. Einst schien die Malevolence ein Schiff der Subjugator Klasse unbezwingbar. Doch nun liegt es in Einzelteilen auf dem kargen Mond von Anta. In Panik geraten Droiden. Besatzungsmitglieder versuchen zu entkommen, bevor die Jedi sie erledigen können. Okay.
Das wollte ich nicht. Okay, Rettungskapsel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 freie Plätze lese ich. Zähle ich. Okay, das hier vorne mache ich nochmal kurz frei. Dann kann ich hier auch kurz was drauf bauen. Raketendruiden. Und dann gucke ich mal, ob diese freien Stellen auf der Minimap wirklich frei sind. Nein, hier liegt einfach nur Schrott. Okay, gut zu wissen. Oh, einen Moment mal. Kann ich... Ich hätte das hier kurz gerne mal. So. OG-9 Spinnendruide. Spürspinnendruide. Mein Kopf ist weg. Hier liegt auch nur wieder Schrott. Dann einmal das hier zerstören. Okay, das hier ist halt anscheinend das Teil, was den Laser hat. Dann kann ich das kurz bebauen mit einem Schildgenerator. Das wird gleich abbrechen. Ja, irgendwie. Okay, das mache ich jetzt noch zu Ende. Das sehe ich nicht ein. So. Ich steige kurz mal aus. Und nehme mir dann das Fahrzeug hier vorne. Zerstöre dann doch das Teil dort noch. Dann gehe ich zu der einen Basis dort. Was machst du? Dann gehe ich zu der einen Basis unten, wo noch zwei Sachen drauf sind, wo nichts beschützt wird. Und dann muss ich leider noch eine Basis zerstören. Aber wenn ich mir angucke, was dort links ist, dann nehme ich lieber die mit dem Schild. Naja, wobei. Das hier geht auch ganz schnell. So. Ich kann nichts bauen, weil das Teil noch beschützt wird. Gut, dann zerstöre ich halt auch noch kurz das. Hier. So. Ne, kann nur einen mitnehmen. Okay, ist immerhin auf das Richtige gegangen. Und die Rettungskapsel.
Aua, mein Kopf. Ich muss hier weg. Los! Weg hier! 5, 4, 3, 2, 1 und Abflug! Die Separatisten gewinnen. Und im Hintergrund liegt sogar die zerstörte Malevolence, sehe ich gerade. Weiter. So, ich denke mal zwei davon noch und dann sind die 90% auch erreicht. Sarusan-Mond. Und dann würde ich gleich gerne mal kurz nachgucken, ob ich die restlichen Fahrzeuge schon kaufen kann. Sarusan-Mond. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Da die Basis zerstört ist und seine Truppen verstreut, muss General Grievous seine Armee wieder aufbauen und eine Rettungskapsel bauen, um dem Sarusan-Mond zu entkommen. Doch die Republik wird alles tun, was in ihrer Macht steht, um ihn davon abzuhalten. Dem General läuft die Zeit davon. Natürlich habe ich direkt wieder ein Level erwischt mit Rettungskapsel. So. Warum geht das nicht? Warum ist die eine Basis, die ich dort oben habe, eigentlich... Steht da ein Schildgenerator drauf? Ja. Warum kann ich hier da nichts mehr bauen? Das verstehe ich nicht. Na toll. Und so. Okay, dann... Oh, Superpanzer. Superpanzer, den nehme ich dann nochmal. Ist der groß? Oh ja, der ist groß. So, wer will sich jetzt mit mir anlegen? Der ist doch unverwundbar. So. Dann hier einmal kurz einen Schildgenerator bauen. Und dann hier weiter nach links. Und das hier ist glücklicherweise auch Silber. Das ist dumm. So, da kann das hin zeigen. Natürlich besteht das dort aus Gold. Dann halt mit dem hier.
Okay, zerstört. Und weg hier von dem Planeten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin weg. Nummer 92. Weiter. Okay, 89,7. Dann würde ich jetzt noch einmal gerne ganz kurz mal gucken, hier oben, ob ich schon die restlichen Fahrzeuge kaufen kann, die noch fehlen. Ja, okay, geht. OG9 Spürspinnen-Droide. 250.000. Konnte ich gerade nicht lesen. Hagelfeuer-Droide. 75.000. Dann gibt es noch die letzten zwei Panzer. Irgendwas. AAT. Und der letzte Superpanzer. Für 100.000 nur? Warum ist der so günstig? Das ist das größte Fahrzeug mit dem Spiel. Und das kostet einfach fast nichts. Oh. Okay, und hier fehlt immer noch ein Fahrzeug. Oh, 90,8%. Gut, aber ich würde dann mal sagen, hier beende ich dann jetzt erstmal den Part und dann bis zum nächsten Mal.